Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Druck's dir doch selber. Heute gehen wir mal dieses Dreirad hier an, und zwar der Griff, der hat es nicht mehr so überlebt. Das Dreirad ist jetzt gute 40 Jahre alt, der Rest funktioniert noch soweit, nur der Griff, der ist jetzt die Tage abgegangen, und da zeichnen wir uns heute einen neuen, drucken den aus und reparieren das alte Dreirad. Also viel Spaß. Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück im Chaoskeller. Wie gerade eben schon gesagt, heute geht es mal um solch einen Griff. Ja, um diesen Griff geht es hier heute. Und zwar zerbröselt er, verabschiedet sich langsam und hält halt nicht mehr auf dem Lenker von dem Dreirad. Und aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, werde ich versuchen, den so ein bisschen nachzuempfinden, ein bisschen nachzuzeichnen, natürlich nicht 1:1, aber so ähnlich. Das Ganze möchte ich jetzt heute wieder auf dem iPad machen, dazu nutze ich Shaper. Zu Shaper hatte ich vor Ewigkeiten schon mal ein Video gemacht. Man muss aber jetzt sagen, es hat sich sehr viel getan. Die Bedienung hat sich verändert, die Eigenschaften, was das Programm hat sich verändert, und mittlerweile muss man es auch nicht mehr das ganze Jahr kaufen, sondern man kann das auch monatsweise Sicht mieten, sage ich jetzt mal. Das hat das Arbeiten mit Shaper um einiges einfacher gemacht, besser gemacht, für mich persönlich effektiver gemacht, weil ich dann das iPad, wenn ich es auch immer mal irgendwo dabei habe, oder ich kann mich draußen irgendwo auf die Liege hauen und kann halt trotzdem mit dem iPad zeichnen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Es ist noch nicht ganz so umfangreich wie Fusion, aber gerade für sowas hier ist das ideal, weil man das halt einfach rucki zucki nachzeichnen kann. Und ja, ich würde sagen, ich starte die Bildschirmaufnahme und lege los. Ich weiß, oder ich habe mir so grob die Maße genommen von diesem Griff. Ich weiß, dass der so 78 lang ist. Ich werde den jetzt 80 lang zeichnen. Und halt, ich weiß, dass der Innendurchmesser oder die Stange 16 mm ist. Also werde ich auch den Innendurchmesser 16 machen, beziehungsweise ein ganz kleines bisschen mehr, 16,2 mit Schrumpfung vom Material, bla bla bla. Kleines bisschen Spiel gebe ich dem halt. Und ja, dann hangel ich mich halt mal so ganz grob da lang, wie ich das jetzt zeichnen würde. Man muss natürlich immer dazu sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, sowas zu zeichnen. Ihr seht jetzt halt mal meinen Weg dazu. Ich zeichne mir zuerst unten diesen Rammschutz mit. Und der ist 24 mm. Den ziehe ich mir auf 5 mm hoch. Wir machen das mal ein bisschen heller. Auf diese Fläche jetzt hier machen wir die Außenhaut. Die machen wir 20 mm. Und die ziehen wir uns jetzt 75 hoch. Und dann haben wir im Prinzip schon die komplette Länge. Darauf mache ich mir die 16 mm. Die das Loch bilden, und die ziehe ich mir minus 75. Ja, jetzt habe ich im Prinzip schon mal grob den Griff, so wie ich den haben möchte, beziehungsweise habe ich ja gesagt, ich möchte das nicht drinnen 16 haben, sondern 16,2. Da klicke ich einfach nur nochmal die Wand an, sage dem jetzt 16,2, und dann macht er mir das 2/10 größer. So, was wir jetzt noch machen ist, da gibt es ja noch so diese ja, Anti-Rutsch-Wellen, die da drin sind, nenne ich es jetzt mal. Die zeichnen wir uns jetzt hier auch noch ein bisschen drauf. Das mache ich wieder von hier oben aus. Mache mir eine Zeichnung mit, was machen wir da?
mit 22 mm, das heißt überall guckt es 1 mm raus. Machen muss, dass der mir das, ja, okay, er erstellt einen neuen Körper, das passt. So, dann mache ich den 70 tief, 75 haben wir bis runter, da soll ein bisschen eine Kante sein und hier oben soll auch eine kleine Kante sein, das heißt, hier ziehe ich mir den wieder 10 mm runter, hier sind wir bei 70, dann machen wir den hier auf, ja, auf 60, ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann blende ich mir erstmal die anderen Skizzen alle aus, dass sie mich nicht stören. Und jetzt gehe ich auf diese Kante hier, ziehe mir eine Linie und ziehe mir noch eine Linie. Noch eine Linie und noch eine Linie, so dass ich im Prinzip jetzt da ein Plus drin habe. Jetzt tue ich mir alle vier Linien markieren. Ich habe hier ein ganz kleines Plus, mache auf Plus. Und wie waren das jetzt? Schließen, verschieben, rotieren. Genau, verschieben, rotieren klicke ich erst an, dann klicke ich auf dieses Plus, dann gebe ich hier auf Rotation ein. Und mache da jetzt 20 Grad, schicke das Ganze ab und er dreht jetzt auf der Achse 20 Grad und erstellt mir vier neue Linien. Das Ganze wiederhole ich jetzt nochmal, mache wieder 20, mache nochmal 20 und mache nochmal 20. Okay, einen kleinen Denkfehler drin gehabt, ich muss es auf 10 machen. So, halt, erst wieder verschieben, rotieren, plus, drehen, 10 Grad, Enter, 10 Grad, Enter. Das mache ich jetzt einmal, bis ich komplett rum bin. Rotieren 10 Grad, jetzt habe ich nur das Plus vergessen. So, jetzt sind wir einmal ringsherum. Und was ich jetzt nochmal brauche auf dieser Ebene, also auch mal auf derselben Zeichnung, und jetzt auch nochmal ein Kreis, einfach nur, dass die alle miteinander verbunden sind. Aus, tue den auch mittig machen und ziehe mir den groß, das ist aber unwichtig. Was halt wichtig ist, dass dieser Kreis mit all diesen Linien verbunden ist, damit ich jetzt hier zwei auswählen kann, zwei freilassen, zwei auswählen, zwei frei, zwei auswählen, zwei frei, zwei auswählen, zwei frei. Zwei, geh weg. Und dann hier auch nochmal zwei auswählen, zwei frei. Und dann ziehe ich mir die runter. Und jetzt kann ich mir wieder diese Skizzen ausblenden, dass ich wieder nur meinen Körper habe. Jetzt hat er natürlich mir einen Körper erstellt, was unser Griff war, und ganz viele kleine, was diese Riffel sind. Deshalb wähle ich mir das einmal alles aus, sowohl die Riffel als auch das Teil, alles ausgewählt. Dann gehe ich hier drüben auf Vereinigung, fertig. Habe jetzt ein komplettes Bauteil, den ganzen Bauteil gebe ich wieder dieselbe Farbe und schon wäre mein Griff fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, dass ich die Kanten alle noch leicht abrunde. Das heißt, hier und hier noch eine kleine Schräge gebe. Wenn ich es ins Plus mache, macht das rund. Wenn ich es ins Minus mache, macht das im Prinzip eckig. Da müsst ihr halt gucken für euch,
was euch da am besten gefällt. Machen wir jetzt hier mal 1. Und dann sieht man, dann macht ihr die hier schön rund. Das mache ich auf der äußeren Kante dann nachher auch nochmal. Runde ich das Ganze ab. Und ich hatte da schon mal ein kleines bisschen was vorbereitet. Und dann kann das Ganze dann im Prinzip so aussehen. Wenn man das alles abgerundet hat, jede einzelne Ecke und auch hier unten ein bisschen abgerundet hat. Und das ist und wäre jetzt mein fertiges Bauteil für den Griff. Und ich habe das Ganze auch schon noch ein bisschen weiter vorbereitet. Heißt, ich habe schon den ersten Griff hier mal gedruckt. Hier war nur das Problem, hier hatte ich noch 17 mm drin, nicht 16. Ich hatte nämlich aus diesem Bauteil rausgemessen. Und da das schon etwas verzogen war, hatte ich ja 17 gemessen und nicht 16. Ich habe das jetzt gerade noch mal laufen auf 16 mm. Das ist jeden Moment fertig. Und ich habe das Ganze auch noch als TPU gemacht und in PETG. Und wir gucken uns gleich jetzt mal oben an, welches am besten aussieht und was am besten passt und wie das allgemein am Dreirad aussieht. Hier sind die zwei Griffe. Einmal schön in Flex, einmal in PETG. Beides schön grün und orange, schön neon, leuchtend, auffallende Farben. Und jetzt gucken wir mal direkt am Dreirad, ob das Ganze passt. Das sieht da gut aus. Wie Faust auf Auge. Kleines bisschen Kleber drunter. Und dann sieht das echt gut aus. Ihm gefallen beide Farben, er möchte das so bunt lassen. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, welche Farbe ihr genommen hättet. Hättet ihr sie wieder schwarz gemacht, wie die Originalgriffe, oder schön auffällig? Würdet ihr es jetzt in TPU, also in schön weich und angenehm drucken, oder doch in einem etwas härteren Material? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Du bist hinter mir, genau. Also Dreirad geht wieder. 40 Jahre Dreirad gerettet. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.